Ja, hallo, ich grüße euch mal wieder zu einer weiteren Ausgabe von Klein Coaching und Consulting Services hier aus München. Und heute geht es um das Thema Telefonakquise, Telemarketing und ja, dieses vielleicht etwas heikle Thema der Erlaubnis. Ja, ist, wie weit ist denn eigentlich Telefonmarketing und Teleakquise und so weiter, das ganze Telesales eigentlich erlaubt, ja, beziehungsweise ist es verboten, inwieweit ist es verboten, wo ist da genau die Grenze, ja, viele, zum Beispiel auch im B2C-Bereich, ja, viele fühlen sich ja belästigt, ich fühle mich immer belästigt, ja, wenn ich irgend so einen Anruf bekomme, und das hat sich alles eigentlich ganz klar, ja, ganz klar geregelt in der Vergangenheit. Da gibt es ganz klare Regelungen, gesetzliche Regelungen, und zwar ist es seit dem 4. August 2009, ja, wurde da einfach in diesem UWG Absatz 2, glaube ich, wurde das ganz genau dort beschrieben, ja, und dass da einfach der, ja, mein Gesprächspartner ganz klar eine Einwilligung halt geben muss. Also letztendlich muss man hier ganz klar unterscheiden zwischen B2C und B2B Telefonakquise. Und das wird auch gerne von den Leuten, mit denen man dann telefoniert, manchmal auch ein bisschen verwechselt oder vertauscht. Ja? Die hören halt irgendwie was, was verboten ist und was nicht, oder was erlaubt ist und was nicht, Datenschutz etc. Irgendwo in den Medien, und beziehen das dann auf sich in der Berufswelt. Ja? Was aber in der Berufswelt gilt, gilt nicht unbedingt, also was in der Privat-, also in der B2C-Ebene gilt, gilt nicht unbedingt für die B2B-Ebene. Und hier gibt es nämlich einen entscheidenden Unterschied. Ja? Und der Unterschied, der macht eigentlich letztendlich, ja, das Ganze, dreht das Ganze letztendlich, ja, in die absolute Legalität, ja, also letztendlich sind es drei Möglichkeiten, wo überhaupt Telefonakquise erlaubt ist und möglich ist. Das ist die Nummer eins, wenn ich einen Bestandskunden bereits habe, wie auch immer ich den akquiriert habe, denn ich muss ja immer, das ist das Henne-Ei-Prinzip, ja, das war als erstes da. Der Akquiseversuch oder der Kunde, ja, also ja, wie auch immer. Gut, das ist vielleicht ein Thema für ein weiteres Video, aber jetzt erstmal, also ich habe bereits einen Bestandskunden, und dieser Bestandskunde, ja, hat mir die Einwilligung explizit gegeben, dass ich ihn anrufen darf, ja, informieren über neue Produkte, versuchen letztendlich Cross- oder Upsell zu machen, ja, darum geht es ja. Ne? Im Endeffekt, also Bestandskundenpflege letztendlich, Kundenbindung, ja, daraus zu generieren, Kundenzufriedenheit, all diese wichtigen Dinge, aber auch nur, wenn mein Kunde mir die Einwilligung dazu gegeben hat. Ja. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, wenn mein Kunde Interesse hat, mein Kunde zu werden, wenn die Person, ja, meine Zielperson oder Zielgruppe Interesse hat, mein Kunde zu werden, also eben noch nicht mein Bestandskunde ist und mir auch ausdrücklich die Einwilligung dazu gegeben hat, dass ich ihn anrufen darf, dass ich Telefonakquise, Telemarketing sozusagen betreiben darf. Ja. Und der dritte, und das ist, glaube ich, letztendlich der entscheidende Punkt, ist für den Geschäftskundenbereich, also für das B2B-Telemarketing bzw. Tele-Sales, es ist eigentlich eher Telemarketing als wie Sales in den meisten Fällen, ist, dass, zumindest damit ich keinen Fehler mache, hier ablesen, eine mutmaßliche Einwilligung. Also letztendlich gilt die zwei Punkte, die ich gerade genannt habe, davor. Ja, für den B2B-Bereich gilt aber noch diese zusätzliche Möglichkeit der mutmaßlichen Einwilligung meines potenziellen Neukunden, meines hoffentlich Interessenten. Ja.
um einfach erstmal abchecken zu können. Und das ist der entscheidende Punkt hier, ja, der Knackpunkt, damit ich überhaupt erstmal abchecken kann, ob derjenige ein potenzieller Kunde sein könnte, beziehungsweise Interessent. Ja, muss ich ihn ja erst einmal angerufen haben. Ja. Und wenn er dann ausdrücklich explizit sagt, nein, halt, stopp, ja, halt, stopp, ich will nicht mehr angerufen werden, ja, ich will nicht mehr kontaktiert werden, falls Sie schon irgendwie meine Kontaktdaten herausgefunden haben, bitte löschen, dann muss ich das eben tun. Ja, und dann ist eben da ein Haken dran und ich gehe zum nächsten. Ja. Und das ist aber der entscheidende Punkt zwischen B2C und B2B, denn beim B2C gibt es diese mutmaßliche Einwilligung, liegt da, also wenn die zum Beispiel vorliegt, also das ist sowieso, naja, weil es eben auch im B2C wahrscheinlich sehr viel schwieriger zu definieren wäre, ja, was das überhaupt ist. Ja. Weil da geht es ja auch eigentlich um Bedarfserschaffung. Ja? Also ich meine, wer braucht schon ständig den ganzen neuen Kram? Ja? Da geht es eigentlich, ja, B2C-Konsumerverhalten und so, das ist einfach eine ganz andere Welt. Ja? Und deshalb hat auch der Gesetzgeber sieht es wahrscheinlich dann ähnlich und mit dieser ganz klaren gesetzlichen Regelung. Ja, wie hier auch nochmal in meinem Blogbeitrag, auch nochmal verlinke ich euch, nochmal ein bisschen versucht habe, detailliert auszuformulieren, schriftlich. Und ich denke, damit ist es wirklich super klar und dem einen oder anderen Telemarketing-Agent oder Telemarketing-Akquisiteur, wie man die auch immer nennen möchte, ist es dann vielleicht auch ein bisschen sozusagen die Last von den Schultern, falls er mal jemanden trifft. Es kommt ab und zu mal immer wieder vor, dass man mit jemandem telefoniert, der sich empört, ja, dann vielleicht teilweise sogar ein bisschen ausfällig wird und man könnte das dann persönlich nehmen, aber das ist natürlich sowieso dem Grad der Professionalität gegeben eines guten Agents, ja, dass er das eben nicht persönlich nimmt. Ja, das ist ja auch wieder Stoff wahrscheinlich für andere Videos, ja, je nachdem, wie professionell du eben bist. Ja, also wenn du das an dich heranlässt, ist es sowieso schon nicht der richtige Job für dich, aber letztendlich hilft dieses Video hoffentlich nochmal für dich, dass du einfach ganz klar hier nochmal Grenze ziehen kannst. Ja. Wenn jemand wünscht, dass du ihn nicht mehr anrufst, dann rufst du ihn nicht mehr an. Aber du hast prinzipiell immer das Recht, anzurufen. Ja? Und zwar, wenn die mutmaßliche Einwilligung vorliegt. Und die liegt immer dann vor, wenn es von der Thematik her passt. Ja? Also wenn du jetzt ganz konkret eine Datenbankoptimierungssoftware verkaufen willst, ja, für irgendeinen Hersteller oder du hast selber einen entwickelt, völlig wurscht, ja, dann kannst du grundsätzlich alle diejenigen anrufen, die damit zu tun haben. Denn die mutmaßliche Einwilligung, dass die mit dir reden wollen, ist ja völlig gegeben, weil du hast das Tool hier entwickelt, um damit die sich Kosten letztendlich damit sparen. Ja? Also, du willst ja eine Win-Win-Situation eben dadurch generieren und dir langfristig nachhaltig eine Kundenbasis aufbauen. Ja? Wenn du jetzt lauter Ärzte anrufen würdest, die das überhaupt nichts angeht, ja, dann wäre es auch ganz klar nur Unfug. Ja? Und auch nicht, glaube ich, gemäß dem Gesetz auch nicht erlaubt, was sowieso Unfug ist. Ja? Also macht ja niemand. Ja? Also, dann wäre diese Einwilligung nicht, würde dann nicht vorliegen. Ja? Also ganz doofes Beispiel einfach, aber damit eben super klar erklärt. Und das war es da für heute wieder mal. Hier dieses doch etwas ernstere Thema zu diesem ganzen Thema Telemarketing und so weiter. Teleakquise oder Telesales, ja, je nachdem. Aber ich finde es super wichtig, ja, und deswegen habe ich auch hier mir die Zeit genommen, einen Artikel ausführlich darüber zu schreiben und um es einfach ein für alle Mal abzuklären und hier ganz einfach Klarheit zu schaffen.
Ja, damit man einfach ganz gelassen und völlig mit dem nötigen Fokus sich auf seine Arbeit konzentrieren kann. Und damit verabschiede ich mich und ich freue mich hoffentlich mal wieder beim nächsten Video, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr könnt auch meinen YouTube-Kanal, wenn ihr das zufällig auf YouTube seht, das Video abonnieren. Ich poste immer mal wieder ein interessantes, hoffentlich, Video für euch. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein und tschüss.